So, ich bin heute in Lyon in Frankreich und das hier ist eine Weltpremiere, der neue Renault Master, Neuzugang in der Sprinterklasse, wenn man das so sagen darf. Der neue Renault Master ist die Generation 4 und den Vorgänger, die Generation 3, gab es seit 2010. Also die Kollegen von Renault hatten reichlich Zeit, sich Gedanken zu machen und hier ein komplett neues Fahrzeug zu entwickeln. Das Fahrzeug gibt es von Anfang an als Verbrenner und als Elektro auf einer Plattform. Hier ist eine Menge los auf der Solotrans, so heißt die Messe, wo Renault den neuen Master präsentiert. Da würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, sondern wir gucken uns das Fahrzeug jetzt mal im Detail so ein bisschen an. So, von vorne sieht der Bursche relativ kernig aus, wie ich finde. Leuchtengrafik hier, Tagfahrlicht in LED als Spange. Dann sehe ich hier, das Abblendlicht ist LED, Fernlicht ist hier konventionell. Das Abblendlicht in LED ist, soweit man mir gesagt hat, Serie. Ebenfalls Serie sind hier die Nebelscheinwerfer. Nebelscheinwerfer aber auch kein LED. So, wenn man sich jetzt hier die Front anschaut, die steht ja relativ steil. Das wirkt alles irgendwie gar nicht so aerodynamisch optimiert. Allerdings sagt Renault, dass man hier tatsächlich die Aerodynamik deutlich verbessert hat. Hier auf der Messe stehen vier Varianten. Einmal der Kipper, elektrisch, in einem Kastenwagen. Als Servicefahrzeug mit zusätzlichen Sitzplätzen, also so eine Mix-Variante. Dann habe ich einen Kühlaufbau, auch der ist elektrisch, was natürlich da auch Sinn machen könnte, wenn das Kühlaggregat auch elektrisch läuft und dafür nicht noch der Verbrenner laufen muss. Und dann habe ich noch einen ganz herkömmlichen Kastenwagen, auch als Elektrovariante, auch mit dem großen Akku. So, jetzt habe ich hier die Haube mal aufgemacht von der Elektroversion. Also man sieht jetzt hier keinen Verbrenner. Ich habe ja relativ viel Platz, aber an den orangenen Kabeln sehe ich natürlich, da ist ordentlich Strom im Spiel. Das ist die große Variante mit 87 Kilowattstunden Kapazität netto wohlgemerkt. Es gibt ja noch die kleinere Version und Reichweite hier ist angegeben WLTP mit 410. Das ist schon recht ordentlich. Hier Renault-Logo, ziemlich groß, ziemlich selbstbewusst. Und hier fällt mir auf eine Kamera. Ist jetzt hier nur für die Front, aber ich habe mir sagen lassen, es ist auch so ein Birdview, also 360 Grad geplant, was da noch kommen soll. Ich habe hier Trittstufen, das heißt, wenn ich mal die Frontscheibe reinigen möchte, dann kann ich da aufsteigen. Dann sind hier diese Lufteinlässe, diese Air Curtains, die dann auch die Aerodynamik ein bisschen optimieren. Renault nennt den neuen Master auch Aerowen. Hier an den Außenspiegeln. Seitenblinker, allerdings sehe ich hier noch konventionelles Leuchtmittel, kein LED und ein Totwinkelspiegel. So, jetzt sind wir hier mal im Fahrzeug selber. Hier haben wir auch die Elektrovariante, das hat den schönen Vorteil. Ich habe mir mal hier die Klimaanlage angemacht, die funktioniert jetzt auch im Stand, wunderbar. Und das finde ich wirklich hervorragend gelöst hier. Man hat ganz klassisch große Drehräder zur Bedienung der Klimaanlage. Also das kannst du auch mit Handschuhen sicherlich noch gut bedienen. Wir haben hier eine Klimaautomatik und auch hier die Displays. Das heißt, ich kann hier drehen, entsprechend die Temperatur verstellen, Anzeige ganz klar. Eigentlich so, wie man es aus meiner Sicht nicht besser machen kann. Ich kann auch hier noch drücken und jetzt habe ich die Klimaautomatik aktiviert. Dann Lüftungsdüsen kann ich hier ausrichten, aber ich kann sie nicht regulieren. Aber das ist ja mittlerweile leider auch so Standard, gerade im Nutzfahrzeugbereich. Bei der Elektrovariante ist die Klimaautomatik serienmäßig. Aber auch bei den Verbrennern ist eine Klimaanlage immer Serie. Ich habe nicht rausfinden können, ob es da auch die Klimaautomatik ist. Was beim Elektro allerdings wieder ein bisschen schade ist, dass es keine Wärmepumpe gibt, auch nicht als Option. Halte ich für nicht so gut, gerade im Winter, wenn du jetzt im Kurzstreckenbetrieb unterwegs bist. Das heißt, relativ geringe Durchschnittsgeschwindigkeiten, aber lange Betriebszeiten. Da wird das sicherlich auch ein bisschen an der Reichweite knabbern und da wirst du wahrscheinlich nicht an die 410 Kilometer rankommen. Dann haben wir keine Analoginstrumente. Ich habe hier immer so ein Digital-Cockpit. Das ist auch Serie, aber kann man natürlich auch alles konfigurieren, wie man möchte. Lenkrad hat hier Bedientasten. Auch nicht irgendwie Touch oder sowas, sondern ganz normale Tasten mit dem Druckpunkt, wunderbares Feedback, Lenkstockhebel. Und wenn ich hier hinschaue, dann habe ich hier normalerweise den Schalthebel bei dem manuellen Getriebe. Wenn es
die Automatik hat, sowohl beim Verbrenner als auch beim E-Fahrzeug habe ich ja eh immer die Automatik, mehr oder weniger eine Automatik, dann habe ich das hier mit dem Lenkstockhebel, spare hier ein bisschen Platz, beziehungsweise habe jetzt hier noch ein Ablagefach, finde ich sehr gut. Vielleicht, je nachdem, wenn du lange Beine hast, so wie ich, hätte man vielleicht dann sogar das noch ein bisschen schlanker machen können, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Aber gut, ich bin mit 1,96 Meter da sicherlich kein Maßstab. Aber dann fällt noch dieses Display auf, 10 Zoll. Und das ist auch serienmäßig, auch bei den Verbrennervarianten, auch in der Basisversion. Und das basiert auf Google. Recherche heißt suchen. So viel habe ich noch mitgenommen aus meinem Schulfranzösisch. Und das finde ich ganz gut, denn das Thema Software ist ja immer wichtiger heutzutage. Und da gibt es ja den einen oder anderen Hersteller, der mit der Software zu kämpfen hat so ein bisschen. Und hier sagt sich Renault offensichtlich, okay, da machen wir mit Leuten, die sich da wirklich gut auskennen und kooperieren da mit Google. Entsprechend ist es auch offensichtlich recht fix hier. So zum Bahnhof. Ja, ist so gefühlt, würde ich sagen, wie bei meinem Tesla. Wirklich sehr schön, natürlich jetzt hier auch zusätzliche Funktionen, Maut etc. Hier 55% Rest, wenn ich dann am Ziel bin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier standardmäßig auch Satellitenansicht habe. Das macht hier auf mich jetzt schon einen ordentlichen Eindruck. Dann Thema Ablagen. Wie gesagt, beim Automatik habe ich hier noch eine Ablage. Dann habe ich hier ein Induktionsladefach oder eine Ablage mit Induktionsladefunktion fürs Handy. Ich meine, ist auch serienmäßig. Hier habe ich zwei USB-C-Steckdosen. Ich konnte nicht rausfinden, wie viel Watt die liefern, aber man sagt, das ist auch für einen Laptop. Deswegen gehe ich davon aus, dass die schon so irgendwie 40 bis 60 Watt haben sollten. Dann habe ich ein wirklich großes Handschuhfach, aber als Schublade. Finde ich sehr gut. Hier drunter ist noch ein Ablagefach. Hier 12-Volt-Steckdose. Da ein Getränkehalter. Hier ist ein Beifahrer-Airbag, der ist aber optional, macht allerdings vielleicht da auch Sinn, wenn du jetzt wirklich Paketauslieferer bist und dann bist du ja allein unterwegs, dann kann man sich das tatsächlich ja vielleicht sparen. Hier noch Ablagefächer, ebenfalls hier noch mit Klappe und hier habe ich ein Ablagefach ohne Klappe. Und dann hier noch ein Getränkehalter. In den Türen habe ich unten große Ablagefächer, hier auch nochmal kleinere. Dann habe ich da auch noch ein Ablagefach. Türöffner und Griff sind hier allerdings getrennt. Das finde ich beim Crafter gut, dass du hier wirklich von oben durchgreifen kannst, Tür aufmachen kannst und hast dann die direkt auch unter Kontrolle, wenn mal starker Wind herrscht oder so. Elektrische Fensterheber, Serie, Spiegelverstellung, auch alles an Bord. Hier habe ich offensichtlich Assistenzsysteme. Ich habe auch hier beim E-Fahrzeug beheizte Windschutzscheibe serienmäßig. Sitzheizung ist serienmäßig. Oben habe ich auch noch Ablagefächer. Große Sonnenblenden. Die Sonnenblenden kann ich allerdings nicht nach hinten verstellen, obwohl die natürlich schon relativ weit reichen. Aber wenn ich jetzt was zu meckern hätte, dann wäre es vielleicht das. Dann noch Leselampen in LED. Und was hier noch schön ist, ich habe ein mobiles Office, kann nämlich hier dran ziehen. Dann kann ich das hier vorklappen, habe jetzt hier weitere Ablagefächer, hier eine Arbeitsfläche und Laptop könnte ich beispielsweise auch hier lagern, den dann sichern. Wunderbar. Und so wie ich verstanden habe, ist das tatsächlich auch serienmäßig. Ebenfalls serienmäßig sind hier die Armlehnen für den Fahrer und Sitzheizung beim Fahrer und hier bei dem äußeren Sitz sind ebenfalls mit dran. Hier habe ich auch noch so einen Kleiderhaken. Was wir hier noch haben, ist eine konventionelle manuelle Handbremse. Es wird eine elektrische Handbremse geben als Option, so wie ich das verstanden habe. Die wird dann noch nachgeliefert. Und Ablageraum auch unterm Sitz. Und da habe ich noch dieses Detail, was ich eben bei der Elektrovariante habe, nämlich eine Steckdose 230 Volt mit sagenhaften 3,5 kW. Frage, wie sich der Spannungswandler hier in der Spitze verhält, wenn da Peakströme fließen. Da haben wir ja schon öfter mal gezeigt, dass dann vielleicht so ein Hochdruckreiniger abschaltet. Spannungswandler ist auch hinten im Laderaum noch, wird aber wohl optional sein. Ja, und dann habe ich noch eine Rückfahrkamera und das ist sehr schön. Das habe ich erstmalig im Ducato gesehen, dass ich das im Rückspiegel habe. Und hier beim Kastenwagen ist dann der Rückspiegel ja tatsächlich auch ein Rückspiegel, weil sonst würde ich ja hier gar nichts sehen. Finde ich super. Genereller Qualitätseindruck, bin ich wirklich sehr
überrascht. Ich meine, hier ist es natürlich Hartplastik. Das ist ja eben auch aus der Nutzfahrzeugklasse. Aber es wirkt alles sehr hochwertig, muss man sagen. Auch die Sitze, Materialanmutung, Verarbeitung finde ich echt gut. Zum Vergleich jetzt mal den Verbrenner im Innenraum. Hier habe ich auch die manuelle Schaltung. Das ist immer ein Sechsganggetriebe. Und hier habe ich jetzt auch noch das analoge Cockpit. Trotzdem den 10 Zoll Bildschirm in der Mitte. Aber hier entsprechend dann analoge Instrumente. Grundsätzlich Standard ist Schaltgetriebe. Automatik bekomme ich bei dem 150 PS und bei dem 170 PS Renault Master. Bei den kleineren Versionen gibt es nur das Schaltgetriebe. Automatik ist aber tatsächlich auch neu, ist eine ZF-Neungang-Wandler-Automatik. Also vorher war es ja ein automatisiertes Schaltgetriebe, was nicht so prickelnd war. Vor allen Dingen, weil du einfach auch eine Kupplung hast. Die verschleißt natürlich auch im schweren Anhängerbetrieb mehr als in der Regel so ein Wandler. Auch von der Dosierbarkeit dann beim Anfahren und so weiter ist dann die Automatik schon aus meiner Sicht das Mittel der Wahl. So, jetzt sehen wir den elektrischen Renault Master als Kastenwagen. Nochmal von außen. Wie gesagt, man sieht auf den ersten Blick eigentlich keinen Unterschied zum Verbrenner. Wenn ich jetzt hier mal Laderaum aufmache, fällt auf, dass jetzt hier auch der Ladeboden nicht erhöht ist. Also würde ich jetzt zumindest nicht feststellen können. Soweit, so gut. Eigentlich alles, wie man es sonst auch kennt. Allerdings da vorne haben wir wieder einen Spannungswandler. Ich gehe davon aus, dass der wiederum auch optional ist. Und dann habe ich direkt zwei Steckdosen mit maximal 3,5 kW. Das ist natürlich super. Wenn ich jetzt hier irgendwo im Baubereich oder wo auch immer unterwegs wäre, ich könnte jetzt hier locker eine Tischkreissäge etc. irgendwas betreiben oder einfach auch die Anwendung, ich hätte jetzt hier einen Ausbau wie von Bott und dann hätte ich jetzt hier schon den Strom, also 230 Volt direkt im Auto ohne weitere Zusatzeinbauten und natürlich auch ohne Generator, denn ich habe ja hier eine 87 Kilowattstunden Batterie an Bord. Von hinten sehe ich jetzt hier eine Anbauplatte für eine Anhängerkupplung. Und interessant ist, dass der elektrische Renault Master bis maximal 2,5 Tonnen ziehen darf. Natürlich wird da die Reichweite runtergehen, das ist ganz klar. Aber im Kurzstreckenbereich sollte das kein Problem darstellen, denke ich mal, weil haben es besser als brauchen. Thema Aerodynamik, da sieht man jetzt hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, dass der sich hinten so ein bisschen verjüngt. Ich habe das mal beim Crafter schon gezeigt, als der rauskam. Da hat man auch so vom Fischbauchdesign gesprochen. Weil dieses Volumen, das ist sehr, sehr lange wie bei einem Zug. Wir haben das Fischbauch genannt. Dass die Verwirbelungen hier im Heckbereich minimiert werden. Und dadurch verringert man deutlich den Luftwiderstand. In Summe aus Luftwiderstandsbeiwert und Stirnfläche spricht man hier von rund 20% weniger Luftwiderstand. Was natürlich enorm ist, gerade beim E-Fahrzeug. Rückleuchten sind hier in LED ausgeführt, finde ich gut, weil längere Lebensdauer. Hier nochmal die Kamera für den Rückspiegel. Ich habe aber auch eine ganz normale Rückfahrkamera. Diese Kamera filmt ja einfach nur nach hinten, also ersetzt den Rückspiegel, den ich jetzt hier sonst nicht hätte. Und hier kann ich einfach so beim Einparken rangieren, das Fahrzeug auch nochmal sehen. Hier habe ich nochmal den Kipper. Und beim Kastenwagen kann man ja eigentlich gar nicht sehen, dass irgendwas elektrisch ist, denn ich kann da nicht so ohne weiteres drunter gucken. Aber hier sehe ich dann tatsächlich die Batterien, die für sich in dem Gehäuse auch verpackt sind. Das Ganze muss natürlich auch crashsicher sein. Was ich dann aber natürlich hier auch noch sehe, Starrachse mit Blattfedern und keine Antriebswellen, kein Motor. Das heißt, ich habe hier einen Frontantrieb. Entsprechend ist der elektrische Renault Master immer ein Fronthebler. Beim Verbrenner gibt es sowohl Front- als auch Heckantrieb. Hier ist tatsächlich der einzige Verbrenner vom neuen Renault Master am Stand. Und ja, äußerlich erstmal kein großer Unterschied. Auch hier unten die Nebelscheinwerfer, diese Trittstufen, auch diese Air Curtains, LED-Tagfahrlicht mit dieser Lichtgrafik. Auch hier wieder LED fürs Abblendlicht und reguläres Leuchtmittel für Fernlicht. Ich weiß gar nicht, ob es Voll-LED auch als Option gibt. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich so eine Mix-Variante. Hier sind es 6 Sitze im Innenraum. Und hinten habe ich jetzt hier so ein Servicefahrzeug, so ein Werkstattausbau, der ja auch relativ geräumig schon ist. Finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Kombi. So, so ein Montagetrupp, 6 Leute plus die Werkstatt hier am Start.
aber hier im Verbrenner habe ich jetzt nicht die Möglichkeit dieser Steckdosen. Was es beim neuen Master auch gibt, ist ein Flankenschutz. Das gab es, glaube ich, erstmals beim Crafter. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Flanke irgendwie einen Betonpfeiler habe oder so, dann würde der mir das entsprechend auch detektieren. Und dann spare ich mir wahrscheinlich so manchen Anfallschaden. Was noch ein ganz interessantes Detail ist, dass der Kühler hier, die ganze Maske, auch beim Elektro nicht irgendwie geschlossen ist. Denn du hast ja natürlich auch hier noch das Thema Kühlung, Kondensator von der Klimaanlage etc. Entsprechend sehen die Fronten auch beim Verbrenner und beim Elektro für mich zumindest auf den ersten Blick gleich aus. So, das war der neue Renault Master 2024 in a nutshell. Die Frage ist jetzt noch, ab wann gibt es den? Ich habe mir sagen lassen, ab Sommer 2024 rollt er auf die Straßen. Ich werde wahrscheinlich im Frühjahr die Möglichkeit haben, den Kollegen nochmal zu fahren. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Und wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, sind Preise. Wie so oft zur Präsentation wird noch nicht über Geld gesprochen. Gibt es dann später. Aber jetzt schreibt ihr mir mal unter das Video, was ihr so von dem Burschen haltet. Ne? Gerade im Vergleich Ducato, Sprinter, Crafter. Was habt ihr für einen Eindruck? Haut rein, tschüss und bis dann.